Herzlich willkommen, liebe Leute, zur nächsten Folge von Lego Herr der Ringe. Ja, wir machen direkt weiter hier, damit wir aufgehört haben. Wir sind jetzt Richtung Gollums Höhle. Beziehungsweise sind sogar kurz davor schon, wenn wir mal das betrachten. Und mir ist auch aufgefallen, der Hauptbildschirm hat sich jetzt so verändert. Also scheinbar verändert es sich mal so nach Fortschritt. Sehr schön. Ihr seht es nicht, aber da war jetzt auch unser Tor im Stadt am Anfang, war da glaube ich Landkarte zu sehen. Aber dann machen wir jetzt mal hier weiter. Bin gespannt, was wir heute hier machen. Und ja, jetzt haben wir auch anderen Ladebildschirm, weil wir sind jetzt ja im nächsten Film drin. Sehr schön. Uns nichts vor. Wir haben uns verirrt. Ich glaube nicht, dass Gandalf diesen Weg für uns geplant hatte. Es gibt vieles, was er nicht geplant hat, Sam. Was hast du, Herr Frodo? Gar nichts. Hab nur geträumt. So, Frodo wird von Gollum verfolgt, aber wir machen erstmal als Gandalf weiter. Ja, der alte Zauberer hat es also überlebt. Was ein Wunder, wer hätte es gedacht? Das Ding ist halt auch bei so nee, Spiele, die Filme oder Serien nachmachen, ist es halt, wenn du die Filme oder die Serie kennst, ist für dich eigentlich recht unspannend, die Story, weil du kennst die ja schon. Fände nur nochmal schön, sie halt nachzuerleben. Also, das ist halt aus, aber ist Star Wars genauso. Es ist ja kein krasser Plot-Twist, da Darth Vader sein Vater ist, also von Luke. So ist das ja bei Herr der Ringe auch. Naja, wenn man die Filme kennt und so, dann weiß man es ja. Es gibt sicherlich auch Leute, die spielen das Spiel ohne den Film zu kennen. Aber ich glaube, das ist selten so. So, ganz unten kommt Gelb. Die Mechanik finde ich auch ganz cool. Ein Lego bauen in Lego. In einem Lego-Spiel. Ja, wohl einer der kurzen Konzepte, die man machen konnte. Muss ich das genauso nachbauen? So. Ich habe es in Lego Star Wars, glaube ich, auch mal. Hör grad mal auf, wollten ja noch ein anderes Star Wars Spiel spielen, aber kein Lego Star Wars. Dann kann ich hier nicht einfach hoch. Nee, kann ich wirklich nicht. Und jetzt mach dich doch weg hier, dummer Block. Dummer Block, dummer Block. Also ich versuche jetzt übrigens auch wieder ein bisschen mehr Herr der Ringe zu machen. Ich werde wahrscheinlich erstmal Herr der Ringe machen. Dann vielleicht Yuna. Also Yuna kommt jetzt ja zwischendurch eben. Aber ich weiß nicht, ob ich Yuna dann erstmal zu Ende spiele und dann ein weiteres Spiel oder ob ich Yuna dann nebenbei immer so ein bisschen mache. Nun, da könnten wir vielleicht auch mal in einem Livestream spielen, aber Stream tue ich ja zurzeit eh nicht so viel. So, da seht ihr mal, ich habe die Lego-Regeln hier nicht befolgt im Spiel. Die Treppe nicht richtig gebaut. Hierbei Gandalf ist blöd, mit seinem Stab zu kämpfen oder generell Sachen zu machen. Es schlägt sich nicht so schnell. Okay. Scheint jetzt hier nicht so allzu schwer zu sein, das Level. Ich denke, mit Frodo hätte man mehr zu tun. Da oben hätten wir schon Gollum. Okay, ich will Gollum sehen. Wir müssen uns also ein bisschen beeilen. Gandalf ist auch cool, aber ich glaube, Gollum ist gerade ein bisschen cooler. Nichts gegen Gandalf natürlich.
Und da ist der kurze Zauberer, den es im Filmuniversum gibt. Wie sind wir eigentlich hergekommen? Also waren wir nicht in irgendeiner Höhle? Jetzt sind wir auf einem Berg. Na, hier endlich ein Schwert. Kaiser, er hat ein Lasso. Ein Feuerlasso. Ein Feuerlasso. Und er schwingt es. Ich finde, das Lebenmodell sieht ganz cool aus. Ach du Scheiße. Müssen wir ihn eigentlich schlagen oder was müssen wir machen? Ich weiß es nicht so ganz irgendwie. Dann müssen wir ihn abwehren oder. Okay, scheinbar müssen wir erstmal nur ausweichen. Ah, jetzt können wir hier den Blitz aufladen und auf ihn drauf lenken. Sehr schön. Auch eine sehr kreative Art zu kämpfen irgendwie. Macht man auch nicht jeden Tag. Hat er für ein krasses Schwert eigentlich, dass es so Blitze weiterleiten kann. Okay, er ist ein Zauberer, ja, aber trotzdem. Trotzdem krass. Und schwingen. Danke. Ach, das hat noch gezählt. So, da ist der Punkt. Zack. Jetzt bestimmt im Gesicht irgendwo. Also wieder hier ausweichen, ausweichen, ausweichen. Ach, das ist nicht so schwer, der Bosskampf. Recht einfach, denke ich. Er trifft ja einen aber auch irgendwie richtig krass. Also egal, ob du abhaust oder nicht, der irgendwie wünscht er dich trotzdem noch. Ah, hier. Ja. Jetzt kann ich ein bisschen ausweichen. So, jetzt, da kommt wieder der heftige Blitz. Ja, ins Gesicht. Ah ne, da unten. Komm, Herr Frodo. So, dann können wir jetzt weitermachen. Die Musik ist wunderschön. Da haben wir ihn, den Gollum. Das ist schon rohe Fische hier. Stell ich mir jetzt nicht so lecker vor. Also bin ich ehrlich. Habe ich kein Schwert mehr? Doch, hier. Elbenmantel. Ach, damit bin ich unsichtbar. Okay, dann. Kann ich damit machen? Bestimmt Sachen suchen. Aber die Klinge sind ja am coolsten noch. Okay, da geht's also lang oder was? Ah ne, ich muss. Ah! Ja, die Fische sind so schwer. Das sind scheinbar richtig dicke Fische. Wo krieg ich Fische her? Hier drinnen. Die Knochen. Nö. Bis jetzt auch kaum Medikits, muss man sagen. Ach so, er kann da hoch oder was? Ich gar nicht. Das haben kann er irgendwie alles. Das ist ja irgendwie alles kann er. Kochen kann er. Leppen kann er. Graben kann er. Und hier scheinbar auch hochgehen. Naja, aber die sind jetzt ja auch eine Reise alleine, also mussten sie ja schon ganz schön viel einpacken. Aber hier war irgendwas noch mit dem Seil. Seil ist so ein bisschen, ja, wie ein schlechterer Enterhaken.
Achso, oh. Interessant. Ah, dafür brauchen wir das. Tam, komm mal her und buddel mal eine Runde. Was macht denn, also warum verbuddelt denn Gollum überall die Fische? Ekelhaft. Warum verbuddelt man Fische? Schmecken Leute gar nicht mehr. Also davon gehe ich aus. Mit Erde. Roher Fisch ist jetzt nicht so gesund, denke ich. Aber das muss Gollum wissen, was er da isst. Ist ja nicht mein Magen. Naja, vielleicht macht er sich das auch über ein Feuer warm, aber ich glaub's halt nicht. Ich hab schon ein bisschen was verloren, war herzmäßig. Hab ich einen Schaden gekriegt. Da hätte ich mich ja gar nicht mehr dran. So. Okay. Feuerholz. Feuerholz, Feuerholz. Also ich finde dieses Mini-Inventar, was man da hat, ganz cool. Das hätte ich mir auch mehr Lego-Springen gewünscht. So, jetzt verbrennen wir hier mal ein bisschen was. Was kriegen wir jetzt? Da, eine Feuerstelle. Die ist auch so einfach im Boden vergraben. Stimmt, und der kann Feuer machen. Nicht ja, alles Könner. Oder der Mann der Mann für alles. Und fürs Grobe und. Da oben ist ja auch Gollum. Okay, ich dachte, hier ist vielleicht ein Stück Höhle noch oder so, aber einmal wurde ich enttäuscht. Ich muss jetzt hier einmal rum, nur wegen einem Fisch noch. Ein Umweg gefühlt. Ein riesen Weg hier, den wir latschen müssen. Wegen einem Fisch. Einem einzigen Fisch. Nein! Oh, zum Glück noch. Aufgefangen. Fangen wir. So, jetzt haben wir wieder Seil. Komm und hol das Lasso raus. Ja. Weiß nicht, heute bin ich irgendwie sehr motiviert hier zu spielen. Achso. Frodo muss mit hoch. Der hat ja wieder das magische Licht. Sam, warum tust du das? Du willst doch da bleiben. 6 Fische. Reichen scheinbar um. Eine provisorische Steinmauer, würde ich es nennen, zu Fall zu bringen. Das ist ja schon eine Leistung. Ach so, hier oben sind wir. Ah, okay. Gut, dass wir hier gleich weiter können. 2 von 4. Das ist doch sehr schön. Mir das bekannt vor, weil wir hier schon mal gewesen sind. Wir gehen im Kreis herum. Ja, ein toller Dialog. Sam, bist du etwa so dumm, oder was? Du musst aber sehen, dass wir im Kreis gelaufen sind. So, hier. Sehr schön. Dann haben wir mal mehr als eins nur gefunden. Mehr als einen Minikit. Vielleicht kriegen wir sogar noch ein drittes. Das wäre ja krass. Das wäre echt krass. Zack. Zack. Und die Musik ist auch wunderschön. Das sag ich doch, ja. Reicht.
gestohlen. Mein Schatz. Wir wollen ihn. So, Bosskampf gegen Gollum. Ich finde es auch krass, es war gerade eben noch hey, dann gehen wir durchs Tor und es ist plötzlich dunkel. Auch mal ein interessanter Switch. Ihr kriegt schon wirklich noch ein drittes Minikit. Mensch, Gollum. Bestimmt Gollum hat auch so Wände, an denen er krabbeln kann. Sehr schön. Vielleicht noch ein viertes? Okay, das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben jetzt. So, am Lego-Haken. Ich finde schön, dass sie mal Lego groß schreiben. Jetzt wüsste man gar nicht, dass man hier gerade ein Lego-Spiel spielt. Falls man es vergisst. Okay, eine Angel war das, oder? Und... Ah ne, falsche Taste. So. Ah ne, wir müssen angeln. Ah ne, Seil. Oh, zack. Hallo, was haben wir in Ruhe, du? Obdachloser. Oh, zählt seine Höhle als Haus? Theoretisch ist er ja nicht direkt obdachlos, oder? Ja, ich stelle immer so Fragen, da denken sich manche bestimmt, ach herrje. Kann man denn sowas erzählen? Ach so, er braucht es. Nimm mal Sam. Stock mit Garn. Wir müssen es jetzt aber erst. Oh ja, weil wir jetzt das schon kombiniert haben. Ist denn jetzt die Angel hin? Da. Oder müssen wir gar nicht angeln? Ich weiß gerade gar nicht. Was machen wir denn? Was ist denn jetzt die Aufgabe? Das ist doch hier an sich eine Angel, oder nicht? Ah nee, hier müssen wir bestimmt was ausgraben. Das ist dann das letzte Teil, oder? Nee, erstmal so runterziehen. Aber sich nicht runterziehen lassen. Ganz wichtig. Hier. Weisheiten mit mir. Achso, da haben wir das Stück. Das ist ja auch irgendwie interessant. Ich habe mir selber eine Angel gecraftet. Zack. Und zack. Und was noch? Jetzt vielleicht noch ein Zick. Zick, zack. Wo kriegen wir das letzte dann her? Das wäre mal eine spannende Frage. So. Machen wir Tau ziehen und dann rennt Gollum auf Sam. Und dann hau ich ihm so schön ein Schwert rein. Ja. So funktioniert's. Ich find's erstaunlich, dass Gollum nach zwei Stichen nicht schon stirbt. Okay, wir haben die Angelrute auch behalten. Ich hoffe, ich schaffe jetzt alles perfekt. Jetzt kommt sogar ein X. Ach, ich hab... Warum verwechsel ich manchmal X und Y? Ich spiele nicht so oft auf Controller, deswegen
Zeit es mir bitte. Sag mal, wenn die Juna-Spiele X und Y irgendwie, ich weiß nicht, verwechsel ich das. Ist das dann der Switch? Ich weiß gar nicht. Und im Controller muss es ja dann scheinbar so liegen, dass ich das immer denke. Oder ich bin einfach dumm. Das ist Stich. Du kennst ihn schon. Nicht wahr? Gollum. Den Weg nach Mordor. Ja. Du wirst uns zum Schwarzen Tor führen. Siehst du das denn nicht? Er ist ein Schurke. So, Gollum, ja, Gollum, ja. Gollums Zähmung haben wir jetzt geschafft. War ein schönes Level. Vielleicht mit kleinem Bosskampf. Und der tolle Gollum hilft uns sogar, nach Mordor zu kommen. Das freut uns natürlich. Wir müssen dahin. Vielleicht erkennt man jetzt mal was? Nee. Überhaupt nicht. Und wir haben die Angel freigeschaltet. Wir haben noch viele, viele Dinge zu freischalten, die wir nicht haben. Wird also hier noch eine lange Reise sein. Aber diese lange Reise wird erstmal auf die nächste Folge verschoben. Oh, dann geht's hier durch die Sümpfe. Durch die Sümpfe. Da wird uns wahrscheinlich nichts Gutes erwarten. Wir könnten auch auf der anderen Seite weiterspielen scheinbar. Aber nein. Ich mach jetzt hier erstmal weiter. Die Totensümpfe. Ich hoffe, der Sumpf selber ist nicht tot. Obwohl, er sieht sehr tot aus. Ja. Da ist scheinbar auch schon Mordor, das schwarze Tor. Zwischen Sauron und ja, seine Festung. Und wir müssen da vorher noch woanders hin, oder nicht? Gollum selber kann ich nicht spielen. Ah, nee, schade. Schade, kann ich ihn schlagen? Nö. Hinterbauer hat ein interessantes Model für ein, ja. Ist das Minifigur? Ja, oder? Eine Minifigur. Ist ja keine normale Figur. Naja, ich würde sagen, das war es erstmal für die heutige Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao. Leute!